Willkommen zurück zu Die Gräfin und die Spinne. Ein Spiel, bei dem sich in den Kommentaren scheinbar jeder mehr für Vampire's Dawn, für Steves Schicksal interessiert, als für das eigentliche Let's Play. Gut, ist natürlich auch eine sehr edelmütige Eigenschaft. Steve freut sich natürlich, aber das Let's Play muss natürlich auch weitergehen. So wie es aussieht, habe ich allerdings bisher noch nicht großartig etwas verpasst. Deswegen machen wir einfach weiter im Text und gucken hier rein, wo wir beim letzten Mal... verschwindet. Unsere Geräte sind alle angemeldet und wir bezahlen pünktlich. Moment, was war das noch gleich? Das Studentenwohnheim. Zutritt auf eigene Gefahr. Scheinbar ist ein Zutritt derzeit noch nicht möglich. Aber ich weiß, ihr habt noch hier diesen einen Schüler gefunden. Verschlossen. Na gut, wir werden das um die Gebäude früher oder später wiederfinden. Waren wir hier schon mal drin? Nur heute. Psychotherapeutische Untersuchung gratis. Nein, ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Da schauen wir natürlich sofort rein. Ah, Patientin. Was ist los? Mein Name ist Pia Psycho. Gestern habe ich meine Praxis eröffnet und ihr seid meine ersten Patienten. Also bekommt ihr eine Geistesinspektion. Klingt gefährlich. Werden dazu Löcher in den Kopf gebohrt und an der Farbe des abfließenden Blutes auf den Zustand des Patienten geschlossen? Nicht immer, aber immer öfter. Ach, dann ist gut. Sehr schön, ihr beide nehmt gleich auf den Stühlen Platz. Für ein Sofa hat das Geld leider noch nicht gereicht. Und dann bohre ich euch ein bisschen im Kopf herum. Was? Und ihr dürft so lange mit dem Pinguin spielen. Ich soll was? Ich will auch mit dem Pinguin spielen. Pinguin! Dieses Bild wird sich auf ewig in meinen Kopf einbrennen. Ja, bei Die Gräfin und die Spinne handelt es sich definitiv um eine Komödie, falls ihr das bisher noch nicht gemerkt haben solltet. Gut, und zunächst ein paar allgemeine Fragen, um die Runden etwas aufzulockern. Wie alt seid ihr, mein Herr? So Anfang 20. Geht's denn nicht etwas präzise? 22, so etwa. Na bitte. Und ihr, junge Frau? Das fragt man nicht. Schon gut, schon gut. Über 30. Ich habe verstanden. Ich bin nicht über 30! Etwas ruhiger bitte, sonst muss mein Pinguin weinen. Pinguin. Dann lassen wir das aus. Habt ihr mit euren Namen auch ein Problem? Diabena Pyroarcus. Raphael Grave. Euch hatte ich noch gar nicht gefragt. Soll ich mir das notieren und Übereifrigkeit diagnostizieren? Ist der wie bei der Offiziersausbildung hier? Absolut korrekt! Wir machen jetzt ein Assoziationsspiel. Ich zeige euch ein Bild und ihr sagt spontan, was euch dazu einfällt. Nein, das funktioniert so nicht. Das kann keinerlei Aufschluss über die Psyche geben. Fräulein Arcus, das ist doch einfach nur ein pinkfarbenes Bild. Ganz recht, also. Was soll ich denn bitte schön bei einem pinkfarbenen Bild für Assoziationen haben? Das ist doch Unsinn! Sagt einfach frei heraus, was euch dazu einfällt. Nichts. Überhaupt nichts. Ja, ausgesprochen ergiebig. Der Herr? Eindeutig Meerkatzenerbrochenes. Meerkatzenerbrochenes? Genau. Ah ja, da hat wohl jemand zu viel Timon und Pumba geschaut. Da kann ich das verstehen, dass man sich dann irgendwann übergeben muss. Wir lassen das jetzt lieber. Sprechen wir lieber über die Kindheit. Oh oh, oh oh, nein, nichts über Raphael und seine Familie. Wir haben im Laufe des Spiels schon so viel darüber gehört. Wir können nicht mehr nur von Neurosen reden. Herr Grave, im Liegen fühle ich mich sicherer. Bei so einem heiklen Thema habe ich Angst, das Gleichgewicht zu verlieren. Ihr müsst wissen, meine Mutter ist eine verhätschelte Valkyre und mein Vater ein zu klein gewachsener, dafür umso strengerer Ex-General. Meine Kindheit geht euch nichts an. Ping, ping, Pinguin! Einen Moment, ich werfe nur schnell einen Blick ins Handbuch. Da hat man frisch seine Praxis geöffnet. Die ersten Patienten müssen ausgerechnet eine verklemmte Meckertante und ein neurotischer Depp sein. Das kann auch wirklich nur mir passieren. Herr Grave, auf mit euch! Die Untersuchung ist beendet. Ach, jetzt verstehe ich es. Raphael und Diabela sind sozusagen das typische Filmpärchen der 90er Jahre? 80er Jahre? Weiß es schon gar nicht so genau, aber so ungefähr. Es ist das gleiche Problem wie bei allen anderen. Sex. Wir haben aber keinen. Genau da liegt das Problem. Das wird sich ab sofort ändern. Ich verschreibe euch Annäherungsversuche mindestens 3-mal am Tag. Vor oder nach den Mahlzeiten? Dann will ich ab sofort die Einzelzimmer haben. Das genügt, wir gehen. Schade, und ich dachte schon... Oh. Empfehlt mich weiter. Kein Kommentar dazu?
Wir können scheinbar jederzeit wieder hineingehen und mit dir sprechen. Das ist cool. Wie läuft's? Kommt ihr voran? Wir arbeiten dran. Du hast dich nicht bei mir gemeldet. Ich dachte, das wird uns ein was Besonderes. Okay, ich glaube, viele Psychologie-Lehrbücher. Heute hat jeder eine neue Liebe für die Ewigkeit gefunden. Zumindest Nileta. Für eine halbe Ewigkeit. Hier sehe ich drei grüne Bücher nebeneinander. Dazu fällt mir was aus meiner Kindheit ein. Oh nein, Raphael. Sei doch still. Nachher hört und therapiert sie dich. Ja, ich wollte gerade sagen. Unwichtiger kleiner Schrank. Lassen wir es lieber sein. In dem Haus gibt es wahrscheinlich einfach nichts Tolles. Das ist der irre Asgar. Experimentalgebäude. War das hier? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so richtig sicher. Hier, genau. Hey da, was wollt ihr? Es geht um den Studenten. Wird er sich bei mir melden? Immerhin hat er versprochen, morgen bei euch vorbeizusehen. Sehr gut, dann hoffe ich, dass er Wort hält. Das kann ich auch nur hoffen, nämlich, dass wir dann morgen, also am nächsten Tag, hierher kommen und dann sehen, wie sich dieser Student in diesem Objekt hier befindet. Wo bin ich jetzt noch gleich reingekommen? Ich bin ziemlich schlecht im Wege finden, aber gut. Was können wir denn noch so Schönes machen? Ich glaube ehrlich gesagt gar nichts. Das müssen wir den Plot vorantreiben, ne? Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe mich aus mir aus. In der Katze können wir nichts machen. Ich glaube, ich habe mich jetzt wirklich in der ganzen Stadt umgeschaut, ja. So viel mehr ist hier nicht. Außer natürlich bei unserem Plotpunkt. Haben das jetzt endlich alle kapiert? Oder muss ich den Kram nochmal langsam für die ganz Blöden erklären? Ich werde euer Schweigen als Zustimmung. Ihr bleibt hier jetzt noch sitzen und wartet auf eure Waffen. Die müssten hier demnächst eintreffen. Und wie immer gilt, Schwert, nicht Brotmesser. Ich will keine Piratenspielchen, keine Rumalbereien und glaubt mir bitte, ja, sie sind scharf. Na, endlich. Erstaunlich pünktlich, Raphael. Ich bin durchaus beeindruckt. Wir müssen euch dringend sprechen, General. Natürlich müsst ihr das. Ich habe ja weitere Instruktionen für euch. Aber sagt, warum ist Graubeer nicht unter euch? Es tut uns schrecklich leid, General. Aber Graubeer hat die Mission zum Notgebirge leider nicht überlebt. Er ist gestern von uns gegangen. Was sagt ihr da? Das ist doch unmöglich. Er ist der Magier des Königreiches. Im Spinnenkrieg hat er bei der Verteidigung des Schlosses geholfen. Einem so mächtigen Mann wird nicht einfach das Leben ausgehaucht. Graubeer stand am Ende seiner Kräfte. Die Suche nach seiner Tochter hat ihm seine Macht genommen. Igo von Pom konnte ihn im Kampf bezwingen. Aber ich habe ihm versprochen, dass er seine Tochter retten wird. Ernste Worte, ernste Worte. Aus eurem Mund eine Seltenheit. Ich habe mir gewünscht, dass dieser Moment kommt. Nur sollte niemand dafür sterben müssen. Wir haben leider noch ein weiteres Problem. Ich muss euch und eure Gruppe kurz alleine sprechen. Und ihr macht ja ausnahmsweise mal keine Faxen. Ihr greift endlich den Ernst der Situation. Tja, wie gesagt, das Spiel schwankt irgendwie zwischen Giga-Ernst und Giga-Lustig. Ich hoffe einfach immer zur richtigen Zeit. Mittlerweile. Die folgende Information bedarf strengster Geheimhaltung. Ich vertraue sie euch nur an, weil ihr die einzigen seid, die etwas unternehmen können. Am frühen Morgen brachte mir eine Wache vom Osttor einen verschnürten Sack. Er war schon total versifft und auch bestialisch. Darin war der Kopf des Königs, Raphael. Oh no! Das bedeutet jetzt was genau? Es gibt keinen König und wer wird jetzt König? Das ist ja entsetzlich. Dann weiß sie ganz genau, dass eure Armee hier lagert, General. Das ist in der Tradition der Spinnen ein Zeichen dafür, dass sie ihre Herausforderung annimmt. Diese grässliche Kreatur hat mehr als nur den Tod verdient. Wir werden sie in diesem Krieg vernichten und uns von der Spinnenplage endgültig befreien. Raphael, ich hoffe, ihr versteht, dass ich diese Information erst nach dem Krieg preisgeben kann. Noch brauchen wir Stabilität im eigenen Land. Ja, ich verstehe. Dass der König tot ist? Das Land muss doch in der Zwischenzeit von irgendjemandem geführt werden. Das wird sich doch innerhalb weniger Tage rumsprechen. Wie sehen die weiteren Vorgehensweisen aus? Also, vielleicht schaffen wir es innerhalb der nächsten 2-3 Tage noch, das Spiel sozusagen zu beenden und das Geheimnis bis dahin geheim zu halten. Aber davon würde ich jetzt einfach mal nicht ausgehen. Ich weise noch die weiteren Soldatengruppen ein. Gegen Abend werde ich wohl endlich damit fertig sein. Ihr werdet jetzt zu meinem alten Lehrer gehen. Sigmund Briel.
Vielleicht habt ihr schon von ihm gehört. Kriegsgeschichte, zweites Lehrjahr. General Briel hat einmalige Angriffsstrategien und Taktiken erfunden. Scheint ja doch einiges hängen geblieben zu sein. Bravo! Für seine Verdienste schenkt ihm der König die St. Andrea-Kirche hinter euch. Diese war zuvor in Staatsbesitz gefallen. Ihr nehmt mit ihm Kontakt auf und lasst euch von ihm helfen, von Pomp zu finden. Mein Name sollte euch seine Türen öffnen. Woher wisst ihr, dass von Pomp sich hier aufhält? Aber er ist tot, Raphael. Hättet ihr seinen Tod auf der Stelle gerecht, würdet ihr dann nicht so ein ernstes Gesicht machen. Ich habe eben gerade eins und eins zusammengezählt. Die Grenze ist verriegelt. Der alte Zausel kann euch also nicht durch die Lappen gehen. Das ist doch Quatsch. Er beherrscht auch eine extrem mächtige Illusionsmagie. Er kann sich wahrscheinlich überall vorbeimogeln. Problematisch wird es nur in der Nacht, da die Dunkelheit ideal für Fluchtversuche sein wird. Haltet euch also ran. Tja, also ich habe zumindest ein gutes Gefühl, dass wir von Pomp in dieser Demo noch erledigen werden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dabei dann endet. Wir müssen uns aber nicht mal treffen, Raphael. Alleine. Ich muss dir ein paar Dinge zeigen. Ein paar oder ein paar? Das ist so geil, wie die sich alle nebeneinander tummeln. Das Tor ist felsenfest beschlossen. Scheinbar reagiert doch keiner auf unsere Annäherungsklopfversuche. Wer ist da draußen? Raphael Grave nimmt Gefolge. Ich kenne euch nicht. Verschwindet! Uns kennt ihr vielleicht nicht, aber wir kommen im Auftrag von General Nonix. Nun gut, kommt herein. Ui, der Plot. Zu meinem Vater wollte er also. Das klang auf der anderen Seite aber noch ganz anders. Oh, wir benutzen hier so ein Stimmverzerrungsgerät. Oh, verzeiht, ist der Hausherr denn nicht da? Schon in Ordnung. Vater spricht viel von seinem Lieblingsschüler. Während ich ihn hole, könnt ihr euch gerne hier einen Moment hinsetzen. Ach sag, seid ihr die Tochter des Generals? Ja, das bin ich. Mein Name ist Litrelo. Das ist ein cooler Name. Oder Litrelot, Litrelo. Ich denke mal, es wird schon französisch ausgesprochen. Warum auch immer, aber es sieht für mich irgendwie französisch aus. Ich nehme an, es gibt auch eine Mutter, Briel. Ist es nicht ziemlich seltsam, zu dritt in einer riesigen Kirche zu leben? Ja, sicherlich. Das heißt, früher haben wir... Litrelot, was ist denn hier los? Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, du sollst nicht mit Fremden reden. Und schon gar nicht da reinlassen. Jetzt habe ich sie doch Litrelot gelernt. Dann haben wir jetzt die deutsche Sprechweise. Okay, das habe ich mir jetzt selbst eingebrockt. Sicher, Vater. Aber diese Gruppe hier kommt im Auftrag eures ehemaligen Schülers Ferdinand Nonix. Ferdinand? Ihr wollt sie doch empfangen, oder? Ferdinand. Nonix schickt euch. Das ist dann natürlich etwas ganz anderes. Das freut uns. Wenn wir uns vorstellen dürfen, wir... Ja, sicherlich. Doch gerne. Aber nicht hier in der kalten Halle. Im zweiten Stock haben wir beheizte Kammern. Litrelot wird euch sogleich hochbegleiten. Legt dort in Ruhe ab. Was? Legt dort in Ruhe ab mit eurem Boot. Und dann unterhalten wir uns über weitere Einzelheiten. Was für ein Boot? Wohin? Hä? Ablegen? Kommt mir einfach immer nach. Okay. Wohin soll denn die Reise gehen? Ich weiß es nicht. Da wären wir. Hab Dank, liebe Tochter. Warte doch bitte so lange in deinem Zimmer, während deine Mutter und ich uns um die Gäste kümmern. Ja, zu dritt in einer Kirche zu leben ist wirklich höchst seltsam. Nun nehmt doch bitte Platz und erzählt mir, wer ihr seid und weshalb euch mein alter Schüler geschickt hat. Kann ich euch eine Kleinigkeit anbieten? Ja, gerne. Gekühlte Getränke, ein Eis, ein bisschen was zu knabbern. Das erinnert mich an einen Schwank aus meiner Kindheit, aber den werde ich hier lieber nicht erzählen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann sucht ihr also nach den beiden Verbrechern, Herr Grave. Ganz genau. Die beiden müssen sich hier irgendwo in der Stadt aufhalten. Die Stadt mag flächenmäßig nicht die größte sein, aber es gibt haufenweise Unterschlupfmöglichkeiten. Ziemlich jeder Bürger hier in der Stadt könnte die beiden beherbergen. Selbst wir, und wir würden es euch wahrscheinlich einfach nicht sagen, sondern hier ein gemeines Spiel spielen und ihr werdet komplett ratlos. Jetzt tust du ihnen aber unrecht, Hörste. Es gibt zahlreiche Freunde von mir, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde. Ihr kennt euch in der Stadt doch sicherlich ausgezeichnet aus. Ihr kennt auch so ziemlich jeden. Hättet ihr denn womöglich einen Verdacht? Ich kenne niemanden in der Stadt, der freiwillig mit den Spinnendienern zusammenarbeiten würde. Das ist merkwürdig. Ich hätte gedacht, dass Arachna gerade in dieser Stadt ihre Spinnenweben ausgebreitet hat. Selbst in Krimia hatte sie Einfluss. Ja, das ist durchaus bedauerlich, dass unsere gute Freundin Gräfin Ziva Arachnas Stärke unterlag. Irgendwie habe ich bei dem Typen hier gerade ein ganz, ganz schlechtes Gefühl.
Die Ziva war eine gute Freundin von euch? Genau gesagt, ihr Mann. Aber mit der Zeit verstand ich mich auch mit den Gräfin sehr gut. Ihr müsst mir glauben, Dugana Ziva ist oder war ein wirklich guter Mensch. Aber leider hatte sie es nicht immer einfach. Das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Wir müssen jetzt hier Lothar und von Pomp finden. Lothar sagt dir, hä? Ja, ich werde sehen, was ich alles für euch tun kann, Herr Grave. Kannst du nicht einige Diener von uns beauftragen, sich in der Stadt mal näher umzusehen? Ja, das wäre sicher erstmal ein hilfreicher Anfang, Liebster. Also gut, hört her. Ich werde euch ein paar meiner Diener zur Verfügung stellen, die sich für euch mal etwas in der Stadt umsehen. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Probleme habt, kommt einfach wieder zu mir zurück in die Kirche. Herzlichen Dank, Herr Briel. Okay. Tellertassen, Untertassen, Kochuntersetzer, kleine Löffel, große Löffel, Gabel, Kuchen, Gabel, Messer, Gläser und Kuchenplatten. Da ist so ziemlich alles in diesem Schrank drin. Gibt es etwas, das dieser Schrank nicht enthält, das mit Besteck zu tun hat? Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich habe von Sigmund schon so viel Gutes über Ferdinand Nonix erfahren. Da wird sicherlich alles gut werden. Ja, ich möchte bitte etwas über euch wissen. Ich bin Camilla Briel, seit 35 Jahren mit Sigmund verheiratet. Für die langjährige Arbeit in der Armee bekam mein Mann diese Kirche geschenkt. In einer Stadt, wo die Wissenschaft regiert, kann sich der Glaube wohl nicht lange halten. Daher wohnen nun wir hier in der Kirche. Ist das nicht etwas einsam? Ach, nicht doch. Es ist nicht ganz gut hier zu viert. Jetzt hatte ich meine natürlich zu dritt aushalten. Meine Verwirrung ist wohl der Vorfreude geschuldet, da unser liebes Töchter schon bald verheiratet werden wird. Und wenn wir Glück haben, dann zieht der Gatte mit bei uns ein. Es wäre schade, wenn sie uns verlassen würde. Dann wäre es in der Tat ein recht einsamer Fleck. Nein, du hast dich gerade verplappert. Das klingt eher nach einer geheimen Information. Ihr verheimlicht uns noch irgendetwas. Ihr seid viel zu wichtig, als dass ihr nicht über alles Bescheid wissen würdet. Wir möchten gerne etwas über die Kirche wissen. Wir wohnen zwar schon relativ lange hier, aber ich habe mich ehrlich gesagt nie wirklich mit der Geschichte dieses Gebäudes auseinandergesetzt. Als wir eingezogen sind, haben wir die alten Folianten und Bücher im Keller verstaut. Dort müsstet ihr hin, wenn ihr mehr erfahren wollt. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal. Dankeschön. Eine alte Briefsammlung gehört wahrscheinlich dem alten Briel. Hauptsächlich nur Briefe ehemaliger Schüler. Nichts Spannendes. Alte Klamotten sehen recht militärisch aus. Früher braucht er bestimmt auch für jeden Entdenklichen anders passende Kleidung. Und die Familie Briel schläft natürlich in getrennten Betten. Kann mir ja keiner erzählen, dass hier das Eltern-Ehepaar schläft und hier die Tochter mitsamt Schwiegersohn. Das würde für mich keinen Sinn ergeben. Wo sind wir? The fuck? Also man sollte das auf jeden Fall schon immer so einstellen, dass man zumindest erahnen kann, wo die Figur steht. Okay, ich dachte jetzt gerade... Ja, schöner Ausblick. Für einen kurzen Augenblick dachte ich schon, das wäre ein Raum, aber nein, das ist scheinbar nur der Ausstieg. Ah, Kinderspielzeug. Yay. Krimskrams verschiedener Gattungen. Nur ein bisschen Bettwäsche. Ihr Kleiderschrank. Dieser Schrank ist abgeschlossen. Yay. Lauter Partituren, gesammelte Bände von Mortart, Schuppart, Listig, Beat und Hofen, lol. So ziemlich alle berühmten Musiker der letzten 100 Jahre. Lasst uns doch mal sehen, was Litro dort liest. Der Weg zur Freiheit, nicht mehr gefangen, für immer erlöst. Ich gehöre mir selbst, mein Herr, bin ich. Moment, das klingt fast schon so, als würden ihre Eltern mit der Spinne zusammenarbeiten. Verzeiht, Nitrolot, könnt ihr beim Spielen auch auf unsere Fragen konzentrieren? Wenn ihr seit Jahren nichts anderes tätet, als Klavier zu spielen, dann könnt ihr euch dabei selbst auf das Trappeln der Mäuse konzentrieren. Was wollt ihr also? Erzählt etwas zu euch. Das ist aber keine sehr schöne Frage. Ich hatte mir etwas Besseres erhofft. Meine Eltern halten mich hier in der Kirche fest und wollen mich nicht nach draußen lassen. Sicherlich meinen sie es nur gut mit mir, aber ich sehne mich so sehr nach den Weiten der See, dass ich manchmal einfach gerne ausbrechen würde. Sie wollen mich verheiraten, damit auch immer jemand da ist, der sich gut um mich kümmert. Früher war es noch viel schöner. Wie genau meint ihr das? Als mein Bruder noch hier war, wir verstanden uns wirklich gut. Wir tobten in der Stadt und am Hafen. Das war wahre Geschwisterliebe. Aber er hatte einen großen Traum, den er verwirklichen wollte. Da war kein Platz für mich. Seit Jahren fehlt ihr mir nun schon. Ihr habt ihn wohl sehr verehrt? Das tue ich immer noch, Herr Grave. Ich werde niemals von ihm lassen können. Und ich weiß nicht,
Und ich weiß, dass er es auch nicht kann. Das Letzte, was er mir hinterlassen hat, ist der Anhänger, den ich stets bei mir trage. Nun denn, ihr habt mein Bein, Trelot. Mal sehen, was die Eltern zu diesem Thema zu sagen haben. Erzählt etwas zur Kirche. Die Kirche ist Vaters Heiligtum. Niemand darf auch nur eine Winzigkeit an oder in ihr verändern, ohne dass er davon weiß. Er hat schon ein ziemlich komisches Verhältnis zu diesem alten Gemäuer. Dabei ist es eigentlich gar nicht so besonders. Selbst im Sommer ist es hier kalt und Licht fällt auch kaum durch die alten Fenster. Wobei im Sommer kalt zu sein, kann auch ein sehr großer Vorteil sein. Gerade wenn es so ein Sommer ist wie jetzt, wo ich meine, wir haben Anfang Juni und es ist schon wieder sehr, sehr warm. Wenn es nach mir ginge, wären wir längst umgezogen. Na gut, dann macht's erstmal gut. Wir haben ja schon eine ganze Menge Informationen bekommen, mit denen wir die Eltern auch beim nächsten Mal, also zumindest die Mutter, definitiv konfrontieren werden. Aber erst in der nächsten Folge von Die Gräfin und die Spinne. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zahlreichen Kommentare und auf die zahlreichen Daumen nach oben. Wenn ich irgendwas übersehen habe, wie gesagt, dann schreibt es mir einfach mal. Und ansonsten, ihr habt es ja schon gesehen, Steve geht es wieder gut. Ich denke auch einfach mal, dass ich im Laufe der nächsten Tage oder vielleicht schon der vergangenen Tage, wer weiß schon, wann dieses Video jetzt genau kommen wird, wenn ich jetzt wieder mit Steve zusammen aufnehme, dann werden sich die Pläne sowieso alle allgemein irgendwie wieder ein bisschen ändern. Und wir gucken einfach mal, wie es so genau läuft. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden netten Kommentar und über jeden Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal hier bei Die Gräfin und die Spinne.